die Waschmaschine jetzt mal aufgemacht. Das Flusensieb, was ja eigentlich gar kein Flusensieb ist. Ich komme jetzt nicht auf den Fachbegriff. Hier unten seht ihr die. Der lässt sich drehen, beidseitig leicht. Und das hier war wohl mein Bleistift. Deswegen, ich habe das Ding hier gar nicht rausbekommen erst. Ich habe es aufgedreht, Wasser rausgemacht, hier einen Eimer rein. Musste ich schon einmal leeren. Dann wollte ich das rausziehen. Und das ging aber nicht, hat alles geklemmt. Dann hat sich das hier nämlich verhakt hier innen drin, so dass das nicht rausging. So, jetzt werde ich das sauber machen, wieder zusammenbauen. So gehört das normalerweise rein. Und dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. Ja, was werde ich heute mal runter Wäsche waschen? Zur Probe, so viel habe ich auch noch gar nicht. Und ja, mal gucken, ob es klappt. Ja, gut, wenn es nicht klappt, wäre auch nicht so schlimm. Ich habe ja hier die andere Waschmaschine noch. Gut, wenn die funktioniert, dann hätte ich die praktisch umsonst. Aber da die ja eh schon hier, was weiß ich, 1999 oder wann ich mir die 99 oder 2000. Habe ich mir die gekauft? Ich glaube 2000. Also ich habe die schon 22 Jahre und ich habe sie gebraucht gekauft. Und die war damals schon verdellt und oh, ist oben auf den Deckel gerissen. Deswegen habe ich auch dieses Ding hier drauf gelegt. Aber der hat, wie gesagt, 22 Jahre lang gewaschen. Das ist noch Qualität. Gut, und dass das hier unten jetzt nicht gepumpt hat, das war ja meine Schuld, weil ich die Taschen nie durchsuche. So, also sauber machen, ranbauen, ausprobieren. So, Arbeitsklamotten waschen. Ja, ich weiß, dunkle und helle Wäsche soll man nicht zusammenpacken. Aber ich mach das mal so. So, wollen wir doch mal gucken, ob das hier alles so klappt, ob das diesmal abpumpt. Ich hoffe. So, Strom ist drin. Zack, zack, zack. Na, dann müsste es ja jetzt funktionieren. Ja, da ist es schon gerissen. Naja, okay. So, mal gucken, wie die Temperatur nehmen wir hier. Ja, bleiben wir aber bei 60, machen wir B. Ja, 60. Oh, Wasser geht schon mal rein. Ah, wollen wir nachher mal gucken, ob es auch wieder rausgeht. So, die Wäsche ist fertig. Ja, wollen wir mal gucken, ob das Wasser alles draußen ist oder ob das wieder alles in der Maschine ist. Es geht schon mal auf. Nee. Das hat gepumpt. Sonst wäre die Wäsche jetzt klatschnass. Voll.
voll, prima. So, kein Wasser drin, alles abgepumpt, super. Jo, dann haben wir ja jetzt zwei Maschinen. So ist das. So. Halt, zumachen. Heute ist Sonntag. Es ist ziemlich warm draußen. Und deswegen habe ich keinen Bock auf Brot und Brötchen zum Frühstück, deswegen werde ich mir hier mal ein paar Smacks, nachgemachte Smacks hier gönnen, schön mit kalter Milch und gut ist. Das einzige, wo es schön kühl ist, ist hier draußen im Flur. Also, mal gucken, was sagen die Temperaturen. Ich Idiot, das habe ich ja mal weggehängt. Hier hatte ich ein schönes Thermometer hängen gehabt. Nee, gar keins mehr. Naja, egal. Ja, was hier, Flur angenehm. Und hier, wo die Sonne reinscheint, Wohnzimmer, richtig schön warm, meine Herren. Kaum ist da was draußen. Ist morgen schon, ist er da am schwer atmen. Also besser geworden ist es noch nicht. So, das war jetzt 1 Liter Milch, die waren neu aufgemacht. Schön kalt. So. Hier haben wir 26 Grad. Nee, komm her. So. Und 50% Luftfeuchtigkeit. Draußen ist noch wärmer. Naja, werden wir mal den Ventilator anschmeißen. Nicht, dass ich noch beim Essen anfangen zu schwitzen, das wäre ja gar nicht gut. Ja, jetzt habe ich den Rasen gemäht. Vorher habe ich hier diese LED-Leuchten rausgenommen. Das Problem ist, der Boden ist so trocken, ich kriege die Spitzen kaum mehr rein. Und wenn ich das mit Gewalt oder mit dem Hammer mache, brechen die ab. Einer ist mir schon abgebrochen. Deswegen. Es wird Zeit, dass es regnet. So. Das ist vom Rasenmäher abgefallen. Keine Ahnung, wo es hingehört. Mal gucken, wenn ich Benzin verliere, war es Benzin.
Und wenn nicht, dann ist der Schlauch über. So, Rasen ist fertig gemäht. Jetzt kommen die Kanten noch dran. Hier, die müssen noch ein bisschen ab. Mit der Heckenschere noch ein bisschen hier ran und die Sträucher. Ah, hier muss auch noch, ihr seht, hier ist auch noch Gras hoch. So. Wenn das fertig ist, Straße fegen, also hier Gehweg fegen, einmal am Grundstück entlang. Ja, beide Grundstücke. Meine Herren, ist das eine Arbeit. Wenn du fertig bist, kannst du eigentlich da vorne anfangen. Ach ja. Boah. Ja, viel um. Johannisbeeren. Alles voll. Jetzt gucken wir erstmal nach den Kirschen. Oh, Dschungel hier. Oh. Lecker. Alles voll. Naja, gebe ich dem Nachbarn welche ab. Die Tieren können auch welche haben, gut ist. Ja, komm her, Kitty. Komm. Wo bist du denn? Ja, komm. Du magst doch eh keine Kirschen. Hm. Da ist zwar Fruchtfleisch, aber nicht das, was du suchst. Ja, komm her. Komm. Komm her, Mausken. Komm. Ja, komm her, du kleiner Hosenscheißer. Ah, komm her, du Tiger. Ja. Komm her. Ah. Aufpassen, hier sind noch überall Zecken, ne? Ja gut, dir ist das egal, du bist eh total verlaust, aber... Ja, auf rumzumeckern, komm. Ja. Kitty, komm her. Komm. Komm zu Papa. Komm, na komm her. Na komm. Ja, komm her. Na komm jetzt zu Papa. Ja. Ja, Mäuschen. Hm? Wie du wieder aussiehst, hm? Wie du wieder aussiehst. Hm? Ja. Hm? Ja, wir gehen dann rein, ich will nur noch pflücken. So. Und hier kann ich notfalls schön Kartoffeln und Zwiebeln und was weiß ich anbauen. Weil hier ist ja noch alles gerade. Das ist schon geil. Ich habe Kirschen, ich habe Pflaumen, ich habe Äpfel.
Da kann man ja noch irgendetwas anpflanzen, was schnell wächst, was viel Frucht bringt. Da eine Menge Zeug drauf. Schade, dass man das so nicht richtig sieht. So, das reicht für mich. So, ein bisschen Pause machen. Hier kommen die Kerne rein. Ah. Und da kommt der nächste Hosenscheiß. Also. So. Übermorgen geht's wieder los mit der Arbeit. Ja, meine Freude hält sich in Grenzen. Okay. Ja. Naja, aber ich habe ja noch heute den Abend, morgen den Abend. Und dann erst übermorgen geht's wieder los. Ja, jetzt will ich erstmal was essen. Frisch geduscht. Ah, so lässt man sich das gut gehen. Morgen nochmal kurz was einkaufen gehen und dann fertig. Oh. Na, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich von den vielen Kirschen, die ich da weggehauen habe. Fast den ganzen Topf weg. Okay, haut rein, der Strolche.